Wir sagen und jetzt mit Musik und los geht's! Yeah. Ja, das ist schon Hammer hier, gell? Das wird mega. Wir sagen Dankeschön, gell? Es ist der Überraschungsgast bei Rock am Ring. Olaf Malolepski von der Band Die Flippers stand am Freitag beim Musikfestival am Nürburgring auf der Bühne. Was ein Auftritt! Der rüstige 77-jährige Schlagersänger kam im roten Glitzerjackett für einen kleinen Auftritt auf die Hauptbühne. Die Fans, die sonst zu Rock und Rap feiern, grölten seine Top-Hits lauthals mit. Was wären wir ohne euch? Yeah. Ohne euch, die lieben Fans. Die Flippers selbst waren eine der erfolgreichsten deutschen Schlagerbands, verkauften Millionen ihrer 46 Alben und füllten bis zuletzt vor der Auflösung vor mehr als 10 Jahren große Hallen. Olaf selbst denkt aber noch lange nicht ans Aufhören. Es war einfach mega, es war großartig. So viele Menschen und die haben alle mitgesungen. Wir sagen Dankeschön und ja, und die Lotusblume und Mona Lisa. Die Eva habe ich auch angesungen, aber das wussten sie nicht mehr ganz so, aber ein paar haben mitgesungen. Aber beim nächsten Mal singen alle mit. Es war herausragend, es war Weltklasse.